Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Heute gibt es schon wieder ein Video, ist verrückt. Und auch ein kurzes, ich verspreche es, aber nicht minder interessant, wie ich finde. Der eine oder andere wird es schon gehört haben, ich habe schon kürzlich ein Video gemacht darüber. Und zwar geht es vor allem um die Leute, wo Apple iPhone im Gebrauch haben, die wird es sicher interessieren, die anderen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber auch die sollten zuhören, weil es wird auch dort eine Möglichkeit geben. Also, von was reden wir? Apple CarPlay. Hä? Apple CarPlay? Wenn da also jemand nicht weiss, was es ist, dann kann ich das sehr gerne kurz erläutern. Apple tut mit verschiedenen Automobilherstellern in diesem Bereich kooperieren. Das heisst nichts anderes, als dass man die Plattform von Apple oder Teile davon, nämlich zum Beispiel Apple Music und Navigation, also die Apple-Karten, die Maps, wie auch ein paar selektierte Apps, die speziell auf das angepasst wurden, direkt aus dem Auto, also auf dem Fahrzeugdisplay kann nutzen. Das ist etwas, das Tesla bis jetzt selber nicht ihre Fahrzeugsoftware implementiert hat. Das ist natürlich Bedingung, beispielsweise BMW oder andere grosse Hersteller, die das gemacht haben. Tesla wollte das oder hat das bis jetzt nicht wollen. Auch verschiedene Gründe, aber auf die gehen wir hier nicht ein. Aber es gibt jetzt eine Lösung, wie man das gleich im Auto machen kann. Wie gesagt, ich habe kürzlich ein Video darüber gemacht. Dort war es eine Lösung, die Lösung von Sascha, die die verdankenswerterweise präsentiert hat. Jetzt habe ich eine andere Lösung gefunden, die, sorry Sascha, ein bisschen günstiger ist noch und genauso gut funktioniert. Also, was das kann, wie es geht, das soll der Inhalt sein von diesem Video. Für das man die Funktionalität vom iPhone in Tesla reinbringt, und zwar in jeden Tesla rein, braucht es eine Art Gateway, also ein Gerät, das die Apple-Sprache in eine Möglichkeit umsetzt, wie das im Tesla funktioniert. Und das, wie das geht, das sehen wir jetzt. Das Gerät selber, das kommt so in einem Schachtel. Wo kommt es her? Natürlich vom Ali. Das kommt aus China. AliExpress, das ist wunderbar verpackt, also ihr seht, sehr, sehr professionell gemacht. Das Produkt funktioniert hier einwandfrei. Und wenn man das auftut, dann ist nachher hier so ein Schachtel drin, wo schlussendlich die Gebrauchsanleitung beinhaltet und das Gerät, das ist, habe ich natürlich schon ausgepackt und in Betrieb genommen, plus zwei USB-Kabel, die man wahlweise nach Möglichkeit, wo man zur Verfügung hat, kann die richtigen auswählen. Also sprich, es geht dort um die USB-Ports, also es hat ein Kabel für USB-A und es hat ein Kabel für USB-C. Geräteseitig ist ein USB-C, ein USB-C-Port verbaut. So. Also was macht man? Ich tue nicht alles im Detail zeigen oder was braucht man, sondern nur die wichtigsten Sachen. Wenn wir einmal natürlich unser iPhone haben, das wir hier brauchen, dann muss man als erstes das Gerät, das schauen wir jetzt hier schnell an miteinander. Also, das ist das Gerät hier. Carlink-It heisst es. Carlink-It. Und das, so wie es hier aussieht, ist es bereits paired. Ihr seht, hier ist der Anschluss vom USB-C, der geht hier unten bei meinem Auto in einen USB-A-Port rein und wird so mit Strom versorgt. Was haben wir weiter noch? Das ist hier, ihr seht es, da hier ist ein Slot und in diesem Slot rein ist nicht etwa eine Speicherkarte drin, sondern dort ist drin eine SIM-Karte. Das Gerät braucht eine SIM-Karte. Warum das? Ich komme gerade drauf.
das ist das, was eigentlich das Gerät ausmacht, beziehungsweise braucht, um angeschlossen zu werden. Hardwaremässig ist das bereits alles. Dann müssen wir uns natürlich noch mit dem iPhone verbinden, weil ja die Sachen, die Funktionalität vom iPhone nachher hier im Auto, im Tesla innen, wie gespiegelt wird. Und ich muss aber nachher, wenn ich es brauche, würde ich es nicht am iPhone bedienen, sondern hier an meinem schönen grossen Touchscreen. Das ist eigentlich der grosse Vorteil. Also, ich muss es verbinden. Ich tue das verbinden einerseits über Bluetooth und andererseits über ein WLAN. So, das ist das eine. Das heisst, das Gerät hier, das Carlink-Kit, hat also tut selber ein WLAN generieren, das ich mich damit verbinde, und hat auch eine eigene Bluetooth-Schnittstelle, die ich mich verbinde. Und auf der anderen Seite tue ich mich im Auto verbinden. Ihr seht ja hier zwei WLAN. Eins ist da mein Private, wo wir in der Garage oder im Carport haben, und das andere, das Autokit, das ist dasjenige, wo das Auto jetzt verbunden ist damit. Also mein Tesla ist verbunden mit dem Gerät im WLAN, und wichtig zu sehen, das ist das Wichtigste, man muss hier das WLAN, wo ich jetzt verbunden bin, nachher so konfigurieren, dass es InDrive verbunden bleibt. Das heisst, das ist nichts anderes als, dass wenn ich losfahre, tut das Fahrzeug in aller Regel eine bestehende Verbindung zum WLAN unterbrechen und tut automatisch auf LTE oder auf 4G, je nach Verfügbarkeit, umschalten. Das wollte ich aber hier nicht, weil sonst könnte ich es während dem Fahren nicht mehr nutzen. Das heisst, mit dem InDrive dort tue ich sicherstellen, dass auch während der Fahrt die Verbindung über das WLAN vom Auto zum Carlink-Kit bestehen bleibt. Das ist die ganze Geschichte, was Verbindung angeht. Also da braucht man keine grossen IT-Affinitäten. Das schafft jeder, der ein Handy bedienen kann. Genau so. Dann, der nächste Schritt ist, ich gebe eine Adresse ein, die ist in der Bedienungsanleitung definiert, wie eine Internetadresse, wie eine Webseite, die ist einfach dann auch nicht im Internet, sondern hier lokal, und dann sieht das so aus. Dann finde ich nachher meine Apps, die ich auf dem iPhone getroffen habe. Hier sehen wir einen gesplitteten Bildschirm. Wir können natürlich auch wieder zurückgehen. Wir können hier hin und her, so wie wir das beim iPhone auch gewöhnt sind. Ihr seht, man kann hier blättern. Wir haben bereits Zoom hier. Und wir haben für jemanden, der vielleicht eine andere Ladekarte hat, noch zusätzlich und nicht nur bei Tesla laden will. Ich habe jetzt hier noch ENBW Mobility, und ich finde hier, jetzt gerade in meinem engeren Umkreis, was haben wir für Filter gesetzt? Wollen wir doch einfach mal schnell laden wählen. Und voilà, dann finden wir hier eine Ladestation, die er anzeigt. Da können wir noch Details anzeigen von der Ladestation und sehen hier, was dort ist. Wer der Betreiber ist, 180 kW, die Adresse von mir 800 Meter entfernt, CCS, was der Preis ist, jetzt bei meinem Abonnement ist der Preis 49 Eurocent. Dann kann man Navigation drücken und wird nachher dorthin navigiert. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen wieder zurück. Ich spiele übrigens extra keine Musik ab, weil sonst werde ich wieder abgestraft von YouTube wegen Copyright-Verletzungen. Darum gibt es jetzt keine Musik. Und hier sieht man die aktuelle Firmware. Und bei der Firmware ist es ja so, dass die eben permanent weiterentwickelt wird, und wenn man es
da beim Hersteller gekauft hat, kann man das so kostenfrei updaten. Man kommt eine Mitteilung über, eine neue Firma vorhanden ist, kann man die abladen. Das geht etwa 5 Minuten, dann wird die abgeladen, installiert das Gerät, neu gebootet und dann hat man es entweder eine stabilere Version. Hoffentlich, die kennen das, ist wie beim Tesla. Ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja, das war das kurze Ding über Apple CarPlay. Wenn einer interessiert ist, ich tue den Link unten rein. Viel Spass beim Kaufen, beim Installieren, beim Brauchen. Schreibt mir, ob das cool ist oder ob ihr das nicht braucht. Wie auch immer. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.